вітайте, що могли сьогодні, в п'ятницю, ввечері тут зустрітися. Дуже добрий порядок денний з важливим з нашими колегами. І, звичайно, розкажемо це або Ukraine, ich möchte nicht verheimlichen, dass wir heute спроби Росії затягнути фахівців Німеччини і Франції до Керченського порту і таким чином політично намагатися легалізувати окупацію Криму за визначенням неможливі. Ну і звичайно для нас аж ніяк не припустимо сам факт і сама ідея отримання згоди окупанта до окупованої території. Як свого друга існує дуже важливі аргументи безпекового характеру, оскільки якщо не буде транзиту українською територією, то звичайно Росія буде застосовувати абсолютно інші методи для дестабілізації України, для досягнення своєї логіки федералізації України. Хайко, будь ласка. Vielen Dank. Хайко, bitte. Wir machen uns eben auch Sorgen um die Entwicklung im Asowschen Meer. Ich habe heute in Moskau noch einmal sowohl in den Gesprächen mit den Vertretern Russlands, also insbesondere mit Sergej Lavrov, aber auch öffentlich deutlich gemacht, was wir dort erwarten. Russland sollte die freie Durchfahrt an der Straße von Kerch gewährleisten. Wir hören, dass dies zurzeit der Fall ist und wir wollen, dass dies dauerhaft gewährleistet wird. Denn eine Krise, wie wir sie im November hatten, die darf sich so nicht wiederholen. Und dafür brauchen wir vor allen Dingen eines, nämlich Klarheit über die Lage vor Ort. Законодавства на будівництво Північного потоку 2. Якщо це так, то поясніть, будь ласка, свою. Der ukrainischen Soldaten völlig inakzeptabel ist und wir auf eine sofortige Freilassung derselben drängen. Und das gilt natürlich auch für andere Gefangene, die es gibt. Ich will nur ein Beispiel ansprechen, den Fall Oleg Sentsov ist nach wie vor für die Bundesregierung ein Fall, der im Zusammenhang mit anderen Fällen, die es bedauerlicherweise gibt, von der russischen Seite gelöst werden muss. Wir setzen uns nach wie vor für die Freilassung ein und werden dabei auch gegenüber der russischen Seite nicht nachlassen.